Kritik kommt auch von der britischen Zeitung Financial Times. Es werde erwartet, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte deswegen über die inhaftierten Journalisten in der Türkei ein Urteil fällen müsse. Juristen zufolge sind deswegen zahlreiche Anträge an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte möglich. Auch der Europarat stehe jetzt unter Druck, weil Journalisten trotz Urteil des Verfassungsgerichts nicht freigelassen werden.